So, willkommen zurück zu Hand of Fate. Ja, wir haben in der letzten Folge unseren ersten Gegenstand, unseren ersten Pokal gewonnen und haben dadurch ein paar neue Features freigeschaltet und die wollen wir uns natürlich gleich in einer neuen Runde geben. Do you have what it takes to defeat the rats? Was für Ratten? Ja, Story-Modus natürlich. Und da ist auch schon der Pokal. Was haben wir denn hier? Der Pestbube. Also mit den Namen waren sie jetzt nicht so kreativ. Aber wir haben den Fluch doppelter Fehlschlag. Aha. Na gut, das geht ja. Ah, the rats. They have swarmed up from the dark places beneath the realms of humanity and now squat amongst your cities and feast and shriek and hunt and writhe. Ah ja. Was nehmen wir denn noch? Heilerin klingt natürlich gut, aber das hier klingt natürlich noch besser. Ich mache das jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, denn das wird eine der letzten Folgen. Oh, nein. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir. Oder? Wollen wir? Na gut, wir müssen ja sowieso noch zwei reinnehmen, also ist es eigentlich egal. Gut. Wie gesagt, eine der letzten Folgen wird das hier, denn, ja, ich werde eine weitere Folge nur mehr auf ausdrücklichen Wunsch eurerseits machen. Ansonsten spiele ich das Spiel lieber privat. Our Lord of Plague does like to rub your nose in misfortune. Okay. Schauen wir mal, wie das so abgeht. Das Spielchen kennen wir ja schon. Gibt es jetzt wieder irgendein Detail, was auf den Tisch dazugekommen ist? Ich sehe gerade nichts. Deswegen gehe ich mal weiter. Die gewundene Schlucht. Ja, natürlich versuchen wir wieder die Waffe zu kriegen. Wir haben ja nur 25% Chance auf einen Fehlschlag und nutzen ihn natürlich aus. Du beginnst den Abstieg, die Klippenwand hinunter, doch schon bald verlierst du den Halt und fällst auf die Felsen unter dir. Der Geber zieht dir eine Gesundheitsverlustkarte. Hoffentlich nichts Dauerhaftes. 15 Gesundheit. Aber wir kriegen die Waffe trotzdem. Na gut, das ist doch schön. Haben wir immerhin eine dicke Keule. Und wir haben ja ein Upgrade unserer Standardausrüstung bekommen, das haben wir uns noch gar nicht angeschaut, weil jetzt zwischen der letzten Aufnahme und der schauen ungefähr eine Woche liegt. Und ja, das ist der right approach. Und natürlich, wir haben eine Keule standardmäßig, wir haben die leichte Rüstung und wir haben jetzt standardmäßig auch einen Schild ausgerüstet. Das ist natürlich der Fluch und hier unten sehen wir auch schon den Pokal. Sehr gut. Die hübsche Maid. Ja. Ich bin Mehrheit immer noch. Ich bitte um leckeres Leben. Danke. Oh, wir kriegen sogar eine Max-Gesundheit-Gewinnkarte. Das ist doch schön. Und plus 10 maximale Gesundheit. Und wir werden auch noch geheilt? Naja, geheilt werden wir nicht, aber... Ja. Lebensunsterblicher. Ja, ja. Warum sind Elfen eigentlich immer unsterblich? Der Leo... Ja, das kennen wir schon. Wenn wir ihn jetzt fragen, was er braucht, das will ich ja sowieso herausfinden. Wenn wir ihn jetzt fragen, was er braucht, gib uns den Schild. Wir haben schon ein Schild. Wenn wir ihm jetzt das Brot geben, wäre ich natürlich interessiert, ob er uns was anderes gibt. Ich schätze, er wird einfach nur Rationen verbrauchen und uns den Schild dann trotzdem geben. Aber naja, schauen wir mal. Er besieht sich das Brot aufmerksam, dann steckt er es scheinbar zufrieden vorsichtig in seine Manteltasche. Er beobachtet dich eine ganze Weile und schlägt dir dann mit der Hand auf den Tisch. Aha, ich weiß, was du willst. Koks und Nutten. Er schwenkt seinen Stock und haut dir damit auf den Kopf. Als du wieder zu dir kommst, weißt du nicht, wo du bist, aber jemand hat dich ordentlich zugedeckt. Raping? Ach, er bringt uns einfach nur einen Schritt voraus. Was? Wie? Was genau hat das jetzt gebracht?
Na gut, wir versuchen natürlich wieder den Fluss zu durchqueren. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück als bei der Schlucht. Man weiß es nicht. Das ist ein enormer Erfolg. Ja, das ist doch ein Traum. Ja, wir kriegen eine Goldgewinnkarte. Kann man natürlich immer brauchen. Ja, ich bin grateful for that. Also wir halten fest, der Herr Leo, wenn wir ihm nichts geben, gibt uns ein Schild, wenn wir ihn fragen, also wenn wir ihm eine Ration geben, bringt uns ein Feld nach vor. Und wenn wir ihm Gold geben, wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes, aber hm. Die Mitfahrgelegenheit. Ja, wir fahren natürlich und... Even in the animal kingdom. Each of these cards is crafted from your memories and built from your experience. I created them, but only in the abstract. It is the importance you place on them that makes them real. Ist ja fast so wie eine Story, huh? Ich habe das Gefühl, wir kennen den Typen besser, als es uns lieb ist. Okay, jetzt sehen wir erstmals so ein bisschen was wie Abzweigungen. Und... Die Halle des Toten Greed. Königs. If it were not for greed, then who would play at this game? Wer würde dann überhaupt noch Spiele spielen? I will happily wager on the outcome. I do not think you have what it takes. Du siehst einen antiken, prachtvollen Sarg in der Hauptgrabkammer. Er birgt vielleicht atemberaubende Reichtümer, aber er ist sicher bewacht. Oh, wir haben gar keine Wahl. Wir bekommen eine 1-Stern und eine 2-Stern-Karte. Ich schätze mal, das hängt damit mit ihrer Ausrüstung zusammen. Ja, wir attackieren sie natürlich. Okay, und wir haben eine 50-50-Chance. Ja, natürlich nicht. Beim Näherkommen wirst du entdeckt. Aber ist auch okay, weil... Nehmen wir an, wir sollten uns mit so Standardkreaturen schon aufnehmen können. So, habe ich die Steuer noch im Griff? Ja. Der schießt ja. Oh, der schießt ja noch was. Ist ja nett. Autsch, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay, die haben jetzt alle anscheinend Fernwaffen. Achso, die haben... Ah, nein, genau, die haben ja Wurfwaffen bekommen in einem der Upgrades. Das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber nun... Gebracht hat sie nichts. Die 6 Gesundheitspunkte sind ja vernachlässigbar. Aber interessant. Wir kriegen 3 Gewinnkarten und wir bekommen das Zeichen. Eine Ausrüstung. Was kriegen wir? Die Ketten der Raserei. Eine mittlere Rüstung. Oh. Im Kampf haben durch Bögen und Zauberstäbe erlittene Schäden eine Chance, deine Cooldowns aufzufüllen. Das ziehen wir natürlich an. Wir kriegen Rationen, das ist sehr, sehr praktisch. Und wir kriegen die Gesundheit aufgefüllt. Well done. Ich freue mich. So, jetzt könnten wir nach oben, nach unten oder nach links gehen. Was eigentlich rechts ist. Ich gehe mal weiter. Mal schauen, was hier so wartet. Wir können ja immer noch zurückgehen. Kostet ja Rationen. Und ein reisender Juwelier. Ne, Reisehändler. Ja, schauen wir natürlich mal hin. Was denn der so anderes verkauft als der reisende Händler? Gegenstände kaufen. Ah, der verkauft Artefakte. Ja. Doof. Wir haben zehrende Scham. Rationen kaufen. Axt, Dinos verkaufen. Nee, das war wohl nix. Gut, schauen wir weiter. Was geht denn hier ab? Das Labyrinth. Das kennen wir auch schon. Eine Schatzhöhle der Kobolde. Ist das jetzt was anderes? Vielleicht ist es jetzt was anderes als das, was wir damals hatten. Es ist was anderes.
Was passiert denn hier? Oh. Autsch. Okay. Was? Also falscher Knopf. So, das war Rollen. Das ist eher ungünstig jetzt, so wie ich das gelöst hatte, aber... Naja. Gut zu sehen, dass es auch schwieriger wird. Er bewegt sich halt auch wie so eine Schlaftablette. Ich schätze mal, das liegt daran, dass wir eine schwere Rüstung tragen. Oder eine mittlere. Würde ich jetzt mal spontan vermuten. Ah, dann habe ich übersehen. Oh Gott, das Labyrinth kostet ja einiges an Lebensenergie. Und gut, ich stelle mich, wie gesagt, ich stelle mich auch an wie so ein Vollhorst. Oh Mann. Aber man kann nicht blocken. Das heißt, ich könnte mich jetzt nicht einfach hinstellen und sagen, ich blocke diese komischen Schießdinge. Ne, die treffen mich einfach. Okay. Da bin ich ein bisschen zu dämlich dafür, muss ich zugeben. Also diese, die so seitlich rausschießen. Naja, 3 Gewinnkarten. Ich hoffe mal, da ist ein Heiltrank dabei. Oh, und wir dürfen uns eine Ausrüstung aussuchen. Beides Mist. Ich nehme mal die Axt. Aber ich möchte sie nicht ausrüsten. Gold, ja, schön. Und noch eine Ausrüstung. Der Frosthauer, eine neue Waffe. Ausrüstungsgegenstände mit dem Attribut Eis sind mit eisiger Macht durchdrungen. Echsenmenschen sind hierfür besonders anfällig. Oh, danke für den Spoiler, wir haben noch gar keine Echsenmenschen als Gegner. Aber es ist ein Artefakt, obwohl es ein bisschen weniger Schaden macht und nicht so gut gegen Untot ist, möchte ich es einfach mal ausrüsten. Gut, wir bringen uns in Sicherheit. Ich könnte jetzt nochmal zurückgehen. Gehen wir nach oben. Natürlich. Bandits, eh? Make an enemy of one, and you've made an enemy of all. One can't help but admire their single-mindedness. Gut, 2 Sterne Banditen. Und wir haben jetzt eine Waffenfähigkeit. Oh, interessant. Bam, 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 bam. Oh, das hat mich getroffen. Bin ich sogar noch weggerollt. Dreckstyp. Oh, die Waffe gefällt mir, die ist schon schnell. Gefällt mir. Die 2 Schaden verzichte ich gerne. Gut, immerhin eine Gewinnkarte und nur Vorräte. Gut, wie gesagt, wenn wir zurückgehen, heilen wir automatisch ein bisschen Leben, in dem Fall 6 Punkte. Ich schaue mal auch noch nach unten, denn ja, warum nicht? Und Kobolde. Goblins. I do love goblins. Truly, I haven't seen their like Kobolde. Und wir kriegen noch zusätzlichen Spaß durch ein paar Untote. Da wäre jetzt die Keule natürlich besser gewesen. Aber gut. Wir wollen mal nicht jammern. Wir wollen einfach nur töten. Wir möchten einfach töten. Töten, töten, töten. Ach, du lebst ja noch. Ich hab die töten. Dann habe ich nur eine Axt. Oh, die stehlen meine Waffen. Ach, der hat mein Frostmourne gestohlen. Greift er damit an auch? Das wäre interessant. Nee, tut er ja nicht, aber. Dafür gibt's Haue. Direkt auf den Schädel. Wir können die Waffe aber nicht wieder aufnehmen. Schade eigentlich. Sind sie ja fast ein bisschen. Die Goblin-Angriffe müssten eigentlich so einen Time-Counter haben, wo wann die Goblins verschwinden. So ist es ja doch ein bisschen einfach. Vor allem, weil sie sich ja auch nicht wehren. Aber es ist eine schöne Abwechslung, muss ich sagen. Gefällt mir. Müssen wir die Ausrüstung wieder ausrüsten jetzt? Gut, wieder zurück.
Schauen wir mal. Ne, er hat sie automatisch ausgerüstet wieder. Gut, dann schauen wir mal. Die Treppe nach oben. One more step down and we may see the end of this or another set of stairs. Du willst ja ein ganz genauer. Oh. Can you hear the way his claws scratch the tiles? Hier ist jetzt natürlich die Frage, sind die Treppenkarten immer ganz am Ende oder kann das jetzt irgendeine Karte sein? Denn wenn es jetzt irgendwelche sein könnten, dann ist das ganz schön fies. Gut, aber fies hin oder her, wir haben das Zeitlimit für diese Folge erreicht und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und goodbye.